So lassen Sie mich mit einigen Sätzen aus einem Feuilleton-Artikel beginnen, der nach der Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Peter Handke im Jahre 2019, die wie bekannt heftige Diskussionen über Handkes literarisches Werk und dessen Verhältnis zu Handkes Politik, das heißt vor allem zu Handkes Stellungnahmen und Texten zum Kriegsgeschehen im ehemaligen Jugoslawien, nach sich zog, erschien. Ich zitiere aus dem Artikel, der am 9.12.2019 im Tagblatt erschien. Der österreichische Schriftsteller Peter Handke ist ein Dichter, der weder politisch sein noch mit Poesie dagegenhalten will. Er ist etwas Drittes, ein Romantiker. Präziser vielleicht wäre Alt-Frühromantiker. Darum ist die aktuell abgenudelte Unterscheidung so peinvoll falsch zwischen dem begnadeten Poeten und dem politischen Irrlicht. Handke ist nicht von restlos klarem, geschweige denn von reinem, aber stets angetrieben von ein und demselben Geist, auch mit Blick auf Serbien. Handke hat die hohe Kunst bewahrt, den verborgenen Zauber im Leben zu entdecken, zu filtern, zu verdichten. Den Blick für die Poesie der Dinge könnte man täglich von neuem schärfen, indem wir noch das kleinste Wunder freilegen, unmittelbar neben den billigsten Alltagskonventionen. Genau das ist der Wert von Handkes Lektüre. Sie festigt die eigene Sicht gegen die angeblich objektive Wirklichkeit. Alles darunter und dahinter ist eine Reihe schöner Bilder und Rätsel. Sie durchziehen, durchwehen, durchatmen das Leben und führen vielleicht sogar darüber hinaus, so dieser Artikel. Es ist ohne Zweifel der Fall, dass die ästhetische Position, die schon Handkes frühe literarische Texte ausdrücklich machen, mit Begriffen erfasst werden kann, die man der Frühromantik zuschreibt. Subjektivität und Reflexivität, der Wille zur Form, Negation, Potenzierung und Ironisierung. Zudem artikuliert Handke diese ästhetische Position programmatisch in seinem frühen poetologischen Manifest mit dem Titel »Die Literatur ist romantisch«, ein Essay, in dem Handke nicht nur kritisch auf den von einigen Mitgliedern der Gruppe 47 vertretenen Neorealismus antwortet, sondern auch auf Jean-Paul Sartres Konzeption der Literatur engagée. Handke macht deutlich, dass Literatur eine Reflexions- und Selbstreflexionsbewegung initiiert, die eine unaufhaltsame, jedoch substanzielle Progressivität kennzeichnet, angefeuert durch Negation und Potenzierung. Zudem behauptet er, dass die Kunst bzw. Literatur keine Bedeutung besitze, sondern eine sei und dass die Literatur ausschließlich formal bestimmt und dass die Form das einzig wirkliche Reale an der Literatur sei. Dies erkläre den Primat des Stils, der alle Literatur unrealistisch, das heißt romantisch mache. Hier nur einige wenige Zitate aus diesem Text, um Handkes Beweisführung gegen die neorealistische und engagierte Literatur kurz ins Gedächtnis zu rufen. Ich zitiere hier, eine engagierte Literatur gibt es nicht, Kunst hat überhaupt keine Bedeutung über sich hinaus, sie ist Bedeutung, Literatur ist formal bestimmt, ihre Form verfremdet, die Wörter zeigen durch die literarische Zitierung nicht mehr auf die Dinge, sondern auf sich selber, die Literatur ist ein formal zu beurteilendes, geschichtsloses Gebilde, die literarische Form entwirklicht, sie macht alles Wirkliche, auch das Engagement zu Stil, alle Wörter macht sie unbrauchbar, die Literatur ist unwirklich, unrealistisch, romantisch. Wiederum, nicht der Inhalt der Literatur sei romantisch, sondern die Form. Eine Form, die, wie das Manifest selbst vorführt, reflexiv, autoreferenziell, poetisch, poetologisch, ironisch ist. Wie in der frühromantischen Literatur besteht auch bei Handke ein Indifferenzverhältnis zwischen Literatur und Theorie, da beide einer Denkbewegung im Medium des Absoluten als Entfaltung der Idee der Literatur angehören. Die Literatur wird in der Frühromantik zu einem ästhetischen Ideal, das heißt, sie ist ein Modell zu begreifen, welches seine eigene Theorie erzeugt. Die Literatur erzeugt sich, während sie ihre eigene Theorie produziert. Sie schreibt sich auch in den Horizont einer unendlichen Kritik ein, was zur Folge hat, dass das Selbstverstehen von Literatur unerschöpflich ist, denn jede ihrer Produktionen ruft nach weiteren Produktionen. Sie wird zu einer unendlichen, reflexiven, fragmentarischen Bewegung in Richtung auf ein vollständiges Selbstverstehen, progressive Universalpoesie. Das Auftauchen von Literatur als ihre eigene Theorie beinhaltet größere metaphysische Fragestellungen, denn Literatur als Modellierung der Selbstproduktion von Reflexion ist letzten Endes als Poesis zu verstehen, als Selbsthervorbringen, als literarisch Absolutes und alle diese kurzen Gedanken, die ich hier zitiert habe, stammen natürlich aus dem Text, der gemeinsam von Philippe Lacoulabert und Jean-Luc Nancy verfasst wurde, das literarische Absolute. Das heißt, dass ein literarisch Absolutes, das im Schatten des Denkens von Totalität und Subjekt erfolgt, wobei das Subjekt im Zusammenhang mit dem Begriff der Bildung, der selbst wiederum auf der Selbstproduktivität der Sprache beruht, steht. Das heißt, das Subjekt kommt als Bildung, als in Form setzen zustande.
Das literarische Absolute kann folglich nicht ohne Bezugnahme auf den Begriff der Bildung gedacht werden. Ich komme auf das ein bisschen später zurück. Und dieser Begriff spielt nicht in der deutschen Philosophie des späten 18. und des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle, sondern prägt auch das Denken von Politik. Insofern das Politische als Formation und Information, als Fiktion und Gestaltung zu denken ist, als Selbstproduktion im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Kurzum erzeugt die Romantik den Begriff der Literatur im Sinne eines expressiven und spekulativen Mediums, in welchem sich das Subjekt auf sich zurückgespiegelt findet. Hinzuzufügen wäre, dass das, was sich im Begriff der Literatur zeigt, nach La Colombarde und Nancy, auch für die Begriffe von Geschichte, Bewusstsein, Kunst oder Staat gilt. Aber Handkes Bezugnahme auf die und die Fortschreibung der Romantik erschöpft sich nicht nur in den Begriffen von Negation, Reflexivität, Selbstreflexivität, Ironie und Progressivität, sondern forciert auch, vielleicht seit die Stunde der wahren Empfindung, das Gewicht der Welt, langsame Heimkehr und die Lehre der Saint-Victoire, eine Poetik des Sehens und eine Sprache der stummen Dinge, die der Literatur nun die Aufgabe der Verwirklichung zuweisen. Das heißt, die Bergung der Erscheinung vor der Vergänglichkeit und in ihrer Geistigkeit. Kurz gesagt, schafft das Sehen nach Handke Bedeutung, wobei Dinge und Phänomene zu gleicher Sprache gesetzt werden. Sehen und Sprache bzw. Schreiben treten an die Stelle der fehlenden Sinngebungsinstanzen. Die Dinge erscheinen in einem auratischen Licht. Dieses wird als dauerhaft angesehen und so braucht man sich nur für die Ausstrahlung der Dinge öffnen. Man hat es hier mit einem Sehen und mit einem Schreiben zu tun, die von den alltäglichen Zwecken und Funktionen der Dinge abstrahieren. Zudem firmieren Sehen und Schreiben als quasi religiöse Praxen, die eine neue Wirklichkeit zu schöpfen vermögen. Eine neue und höhere Wirklichkeit, die sich durch die Verschmelzung von Natur und Schrift auszeichnet und die Spur legt hin zu einer Schrift, durch die hindurch das Heilige sichtbar wird. Die gerade erwähnte Wende innerhalb der Romantiklektüre von Handke steht meines Erachtens, und das kann natürlich schon ein Punkt sein, der vielleicht von mir vollkommen falsch aufgefasst wird, in einem engen Zusammenhang mit Handkes Rezeption des Sprach- und Kunstdenkens von Martin Heidegger. Standen die frühen Texte, man denke an die Hornissen oder Kasper, wie auch an die Angst des Tormanns beim Elfmeter oder der kurze Brief zum langen Abschied, noch hauptsächlich unter dem Einfluss von Ludwig Wittgenstein, beginnt Mitte der 1970er Jahre die Auseinandersetzung mit dem heideggerschen Denken. Während Wunschloses Unglück noch unter dem Einfluss von Heideggers Sein und Zeit steht, zeigt die Lehre der Saint-Victoire eine Nähe zu Heideggers der Ursprung des Kunstwerks. Der Chinese des Schmerzens zeigt Einflüsse von Heideggers Denken in den 1950er Jahren. Die Wiederholung nimmt Fragestellungen aus Heideggers Brief über den Humanismus auf und das Theaterstück, das Spiel von Fragen, jene von Heideggers Beiträge zur Philosophie. All diese Dinge, die ich hier zitiere, sind meines Erachtens relativ gut in der Sekundärliteratur etabliert. Insgesamt kann behauptet werden, dass sich Handkes Konzeption der Sprache und der Literatur eng an Heideggers Denken der Sprache orientiert. Und das betrifft auch die Frage der Dichtung, wie auch die Frage der Denker und Dichter als Wächter der Wahrheit des Seins. So schreibt er beispielsweise in die Lehre der Saint-Victoire, dass Literatur das Vermögen besitze, die Dinge in Gefahr zu verwandeln und zu bergen. Zugleich ist die bei Handke zentrale Verwirklichung, das ist ein Begriff, den er von Cézanne, und die Lehre der Saint-Victoire dreht sich ja um seine Cézanne-Lektüre, Begriff der Realisation, in eine Nähe zu Heideggers ins Werk setzen, der Wahrheit zu rücken. Und der Dichter wohnt vorzüglich in der Sprache als Haus des Seins und benennt, wie Handke es nennt, die Dinge zusammen. Kurzum, die dichterische Sprache wird wie bei Heidegger nicht mehr als Sprechen des Menschen zum Zwecke der Kommunikation, sondern als ein Wahrnehmen und Vernehmen der Welt begriffen und sie stiftet den Zusammenhang zwischen dem Menschen und der Welt. Literarische Werke sind eigenständig und diese Eigenständigkeit begründet das Vermögen der Literatur, die Vision einer anderen Welt und einer anderen Geschichte zu entwerfen, indem sie vorführt, dass der Zusammenhang möglich ist, jeder einzelne Augenblick mit jedem anderen zusammengeht, vermittels dessen, was Handke frei Fantasie nennt. Ein Zusammenhang, der sich in der und durch die Erzählform des Mythos erschließt. Die Sprache der Literatur wird bei Handke zur Sage, die nicht der Name für das menschliche Sprechen ist, sondern die als das Sagenhafte zu bezeichnen ist. Und Denken ist nichts als eine Wiederholung des Sagens, das in der Literatur ausgesprochen werden kann. Durch diese Wiederholung findet der Dichter seine Sprache wieder. Dem Dichter und dem Denker ist die Aufgabe vorbehalten, den Seinen sprechen zu dichten und zu denken. Diese Wiederfindung der Sprache gelingt nach Handke beim einfachen Sagen der Dinge, die da sind, wie beim Hören des Rauschens der Bäume, um aus dem Text zu zitieren. Die Sprache wird also vom Dichter nicht erfunden, sondern das Fantasieren des Dichters überschreitet den Verfügungsbereich des sprechenden Subjekts.
Wiederholung meint ein Versammeln dessen, was sich im Alten verbirgt, ein Wiederfinden der Sprache des Seins. Der Mensch hat den eigentlichen Aufenthalt, so formuliert Handke mit Heidegger, seines Daseins in der Sprache, und der Dichter vermag die Welt ursprünglicher zu sehen, insofern die Literatur das Sprechen der Sprache selbst ist. In diesem Zusammenhang ist auch Handkes Auseinandersetzung mit Friedrich Hölderlin in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren von Bedeutung. Obgleich Handkes Hölderlin-Rezeption sich zunächst vorwiegend auf Hölderlins Hyperion konzentriert, geht sie doch darüber hinaus und wendet sich immer stärker Heideggers Hölderlin-Interpretation zu. Man denke zum Beispiel an seine Notizen zu Heideggers Text Bauern, Wohnen, Denken. Der Dichter wird auch ihm zum Lehrer der Menschheit, zu einer Art Priester, der zwischen den Göttern und den Sterblichen vermittelt und der den Sterblichen das dichterische Wohnen lehrt. Es bedarf jedoch der Mythologie, wie ich schon erwähnt habe, um den Ursprung von Geschichte oder die anfängliche Geschichte zu erkennen, da die anfängliche Geschichte nach Handke nicht unter den Begriff gebracht werden kann. Sie ist unerschöpflich. Die Literatur nimmt folglich einen privilegierten Platz ein. Sie firmiert als Enthüllung des Seins, sie nennt und sagt das Sein als Mythos, als Sage. Um dem Ruf des Seins zu entsprechen, muss man dichterisch wohnen, das heißt mythologisch. Und das heißt geschichtlich und politisch und religiös. Die Literatur ist also ein Moment einer Konstellation, zu der für Handke, zumindest in meiner Auffassung nach, Mythos, Politik und Religion gehören. Und der Mythos fungiert als das Medium, durch das die Literatur sich in Politik und Politik sich in Kunst verwandelt. Der Mythos ist ein Instrument der Identifikation, dessen Funktion darin besteht, eine Identität zu sichern. Mit dem Mythos als ästhetischer Form geht ein Reinigungs- und Klärungsprozess der Sprache einher, in dem Wörter und Begriffe aus ihrem alltäglichen Zusammenhang entfernt werden und in einen ungeschichtlichen oder vielleicht besser urgeschichtlichen Rahmen gestellt werden. Dies nennt Handke das bereinigende Mythologisieren. Anders gesagt, Handke zielt darauf ab, die Umgangssprache, den wissenschaftlichen Jargon oder den politischen Diskurs zu reinigen, indem sie mit einen mythologischen Schleier umgeben werden, der eben Wörter und Begriffe aus dem Kontext entfernt, eine Art von milder Entfremdung erzeugt, durch die ein Gefühl des Neuen entsteht. Man hat es hier mit einer Remythisierung von Sprache und auch des Schreibakts zu tun, der zu einer quasi religiösen Erfahrung wird, insofern dem Schreiben ein Streben nach dem Wiedererlangen einer verlorenen Harmonie innewohnt, ein religiös grundiertes Schönheitsideal, das zwar als ästhetische Illusion erkannt wird, da mythische Vorzeit nur in der Literatur wieder Wirklichkeit werden kann, insofern die Literatur Epiphanien oder Ewigkeitsaugenblicke produzieren kann, aber das ästhetisch-illusionäre Wesen der Literatur enthält weiterhin als Erziehungsprogramm des Menschen die Orientierung in einer idealen, schönen Form. Ich glaube, das ist der Punkt, den jemand wie Hans Höller als das Moment der Klassik bei Handke identifiziert. Selbstverständlich könnte man die zuvor erwähnte Engführung von Sehen oder Wahrnehmen und Sprache, wie sie sich beispielsweise in die Lehre der Sehnsucht zeigen, einer genaueren Analyse unterziehen, die unter anderem zeigen könnte, dass Handke die Sprache wie ein natürliches, gleichsam organisches Phänomen behandelt, sprachliche Strukturen wie Gegenstände in der Welt wahrnimmt. Diesen Äquivalenten liegt die Supposition zugrunde, dass die Sprache in einer Übereinstimmung mit der Ordnung der phänomenalen oder sinnlichen Erfahrung steht. Handkes romantische Ästhetik fungiert hier als Brücke zwischen sinnlichen und sprachlichen Aspekten. Sie behauptet eine Konvergenz zwischen der Sprache und der sinnlichen phänomenalen Erfahrung, das heißt eine Konsubstantialität von Sprache und der Welt sinnlicher Gegenstände und Prozesse. Eine Konsubstantialität, vor deren Hintergrund die Versöhnung von Sprache und Natur, Wort und Welt möglich scheint. Das wäre beispielsweise die Richtung, in die man mit Paul de Man gehen könnte, nicht wahr? Das heißt, indem man diese Verschränkung, die sich vielleicht bei Handke wie selbstverständlich findet, nämlich die Verschränkung von Wahrnehmen und Sprechen, indem man diese hinterfragt. Aber ich möchte hier kurz einen anderen Weg beschreiten und einige problematische Implikationen von Handkes affirmativer Heidegger-Lektüre im Lichte von Lacoulabards Reflexionen über den romantischen Rest in Heideggers Konzeption der Dichtung entwickeln. Nach Heidegger und Handke ist allein die Dichtung bzw. die Literatur der Wahrheit fähig, da sie vollbringt, worauf die Sprache des Begriffs wie auch die Alltagssprache nur hinweisen können. Die Dichtung, Literatur, ist der wahre Körper der Wahrheit. Bei beiden findet sich überdies eine Besessenheit von der Gestaltung und eine Besessenheit vom Mythos. Wie Lacoulabard zeigt, ist der Mythos für Heidegger das Ursprungsgedicht eines jeden Volkes. Dies bedeutet, dass, um Lacoulabard zu zitieren, ein Volk nur auf der Grundlage des Mythos entsteht, als solches existiert oder sich identifiziert und aneignet.
des Mythos als Urgedicht und Sage. Mit anderen Worten, ich zitiere wiederum Lobart, das heideggersche Verständnis von Poesie ist von der spekulativen Romantik überdeterminiert. Das ist in der Tat der Grund, warum die Dichtung ihrem Wesen nach als die Sprache definiert wird oder warum die Sprache als die Urdichtung eines Volkes definiert wird. Und schließlich, warum letztere wiederum ihrem Wesen nach als die Sage definiert wird. Hinzu kommt, dass Heideggers politisches Programm gerade auf einer mythopoetischen Verkündigung des geschichtlichen Schicksals Deutschlands und des deutschen Volkes beruht. Ein Programm, das das politische Selbst des Etwas zu begreifen versucht, das im und als Kunstwerk instituiert, konstituiert und immer wieder neu begründet wird. Als eine Form der plastischen Künste, der Bildung und der Information, als Fiktion im engeren Sinne, die eine mimetische Rivalität voraussetzt und daran teilhat, die ein Modell, die alten Griechen, im Falle Heideggers, wiederholt, das dennoch erst im Begriff ist, seine erste Artikulation zu erhalten. Wie Lacoulobart darlegt, wird diese mimetische Rivalität bei Heidegger von drei grundlegenden Motiven bestimmt. Dem Motiv der Heimatlosigkeit oder Entwurzelung, dem Motiv der Wiederholung, einer Wiederholung, Zitat, der Größe des griechischen Anfangs, des abendländischen Schicksals, insofern diese Größe nie wirklich stattgefunden hat und insofern sie auf dieser Grundlage die Zukunft oder das Kommen unserer Geschichte bildet und schließlich dem theologisch-politischen Motiv. Ich zitiere, was Heidegger in der höllischen Predigt im Mythos sucht, ist das Versprechen eines neuen Gottes. Daraus folgt, die Klage über einen existenziellen Verlust, der Appell an einen Neubeginn, das Hören auf das Gedicht als Evangelium, all dies konstituiert oder konfiguriert die Hoffnung der Religion. Kurzum, Heideggers Höllenlektüre kann als problematische Restitution einer romantischen Konzeption der Dichtung verstanden werden, in deren Hintergrund eine bestimmte Konzeption der antiken Tragödie wirksam ist. Tatsächlich legt Lacoulobart dies nahe, wenn er feststellt, dass die Tragödie ihre Signifikanz in der Geschichte des deutschen Denkens, vor allem in der Nachfolge von Kants kritischer Philosophie, das heißt im Augenblick des Einsetzens des deutschen Idealismus, erwarb. Er führt aus, dass sich, Zitat, das ganze theoretisch-kathartische Dispositiv um Wissen und Heilung und also das ganze ökonomische Dispositiv der Tragödie vorrangig dafür eignete, die zwei großen Aufgaben der Philosophie zu erfüllen, die theoretische und praktische oder, wenn man das vorzieht, die spekulative und ethisch-politische Aufgabe. Vor allem aber sei die Tragödie der Versuch einer Antwort auf die kantischen Antinomien, das heißt auf die von Kant zurückgelassenen, als unaufhebbar behaupteten Widersprüche, in welche sich die Metaphysik verhangen hatte. Aber gerade die Aneignung der Tragödie durch die nachkantische Philosophie ist von der Überzeugung getragen, dass es für diese anscheinend unübersteigbaren Widersprüche eine Lösung gäbe. Die griechische Tragödie, das heißt die dialektische Operation, wodurch das Negativ sich durch Unterstreichung oder Doppelung des Negativs zum Positiv umkehre. Eine bestimmte Interpretation der griechischen Tragödie wird folglich nach Lacoulobart zum Ursprung und zur Matrix dessen, was in der nachkantischen Epoche das spekulative Denken genannt wird. Allerdings habe sich nicht nur die nachkantische Theorie in eine spekulativ-tragische Matrix eingetragen, sondern auch die nachkantisch-ethisch-politische Praxis. Denn man darf nicht vergessen, dass die Tragödie, zumindest, so Lacoulobart, seit der Tradition des deutschen Idealismus, als die politische Kunst par excellence konzipiert wird. Man hält sie, Zitat, für die ideale Darstellung der großen mythischen Gestalten, mit denen ein versammeltes Volk sich identifizieren konnte, ja durch die es seine Identität eigentlich erst bildete oder organisierte. Und gerade diese deutsche Tradition einer Beschwörung der antiken Tragödie als einer ontotypologischen Maschine kulminiert im Nationalsozialismus und dessen Einsatz des Mythos als Fiktion im strengen Sinn, im Sinne aktiver Bildung oder der Plastik. Anders gesagt, ist der nationalsozialistische Mythos als eine Fiktionierung aufzufassen, Zitat, deren Rolle es ist, Modelle oder Typen vorzuschlagen, wenn nicht sogar aufzuzwingen, durch deren Nachahmung eine Polis oder ein ganzes Volk sich selbst fassen und identifizieren kann. Damit wird jedoch deutlich, dass der Mythos im Nationalsozialismus weniger eine Sache oder ein Objekt oder eine Repräsentation bezeichnete, sondern vielmehr ein Vermögen und eine Kraft, das heißt die Macht der Versammlung der grundlegenden Kräfte und Richtungen eines Volkes, die Macht einer unterschwelligen, unsichtbaren, nicht empirischen Identität.
Schließlich bestand, und das ist allgemein bekannt, das Ziel des nationalsozialistischen Mythos darin, sich in einer Gestalt oder einem Typus, Arier, zu verkörpern. Diese Identifizierung mit der nationalsozialistischen Rassengestalt des Ariers erklärte zugleich den Juden zum Antitypus, zum Bastard par excellence. Da dem Juden keine Seelengestalt und ja auch keine Rassengestalt zukomme, so der nationalsozialistische Diskurs, seine Form formlos sei, bezeichnete er für den Nationalsozialismus nichts anderes als die Abwesenheit von Typus überhaupt. Nebenbei bemerkt, wird hier deutlich, dass nach Lacoula Barthes ein Nationalästhetizismus auf entscheidende Weise in die hitlerische Variante des Antisemitismus einging. Das will sagen, der Antisemitismus der Nazis war auch ein Ästhetizismus, der die Juden als unvorstellbare mimetische Wesen denunzierte, als, Zitat, Ort einer zugleich unabsehbaren und unorganischen Mimesis ohne Zweck, die keine Kunst hervorbringt und zu keiner Aneignung führt. Und ich meine, das ist eine Art des Denkens, die sich natürlich auch schon vor dem Nationalsozialismus findet. Man denkt, man braucht nur auf Richard Wagner verweisen und dann diesen Aufsatz über das Judentum in der Musik. Da würde man ähnliche Elegemon-Momente identifizieren können. Was auch immer die Wahrheit der Tragödie gewesen sein mag, und ich zitiere Nancy, sie ist nicht mehr die unsere, wie nah oder vertraut sie dem einen oder anderen auch erscheinen mag. Und kein Ethos und keine Techne Poetike gibt uns die Möglichkeit wieder, hier und heute an ihr, wie an einer unser Leben als Volk oder als Polis, Staat, bestimmenden Funktion teilzuhaben. Denn wir sind nicht, so Nancy, in der Liturgie der Tragödie. Wir sind weder in eine Messe noch in den gemeinschaftlichen Dienst einer Kultur und eines Verhaltenscodes, eines Sittenkodex und einer Struktur, durch die wir unterschiedslos und synkretistisch eine Politik und eine Ethik, eine Theologie und eine Ästhetik bestimmen könnten. Nach Auschwitz finden wir keine Zuflucht in einer höheren oder tieferen Wahrheit, die uns, so Nancy, das Tragische selbst eröffnen könnte als eine Möglichkeit, dennoch, trotz allem, Sinn zuzuschreiben, selbst wenn es sich darum handelte, aus der Preisgabe des Sinns neuen Sinn zu schaffen. Lacoula Barthes trachtet in seinen späteren Schriften danach, die unvollendete Aufgabe fortzusetzen, die nach ihm notwendig an jenen Ort führt, wo verbissen versucht wurde, Kunst und Politik zu verfugen, beide zu verbinden oder wieder zu verbinden, Relie oder Religio. Was aussteht, ist die Zerstörung des Begriffs der Gestalt. Damit rückt jedoch für Lacoula Barthes Heideggers Höllenlektüre ins Zentrum. Er erklärt unmissverständlich, dass Heideggers Lektüre grundlegend falsch sei, da sie nichts anderes als eine Remythologisierung von Höllerins Denken und Dichtung betreibe. Heideggers Kommentare befassen sich mehr, so Lacoula Barthes, mit dem Mythem als mit dem Poem. Das heißt, er vernähe Höllerins Dichtung mit dem Mythem, da dieses wesentlich theologisch und vom theologisch-politischen Motiv der Öffnung oder der Möglichkeit des Heiligen durchdrungen sei, das heißt von der Verheißung eines neuen Gottes. Diese Eröffnung oder Verheißung des Heiligen, die auch meines Erachtens nach für Handkes Hölderling-Lektüre, wie auch für seinen Literaturbegriff insgesamt bestimmend ist, basiert zudem auf einer Konzeption der großen Kunst, der großen Literatur, die vor allem angesichts von und nach Auschwitz zutiefst fragwürdig geworden ist. Kann die große Kunst, die große Literatur und Handkes Texte sind voll von Beschwörungen dieser großen Kunst, dieser großen Literatur. Kann diese große Kunst wiedergefunden und wiederhergestellt werden, wie sowohl Heidegger als auch Handke suggerieren? Oder muss man nicht vielmehr anerkennen, dass sie von Auschwitz grundlegend entstellt worden ist? Kann man ungebrochen mit ihrer Tradition fortfahren, ohne anzuerkennen, dass ihre Formen gerade durch diejenige Tradition gestützt wurden, deren Wiederholung Auschwitz bis zum Punkt ihrer Ablehnung in Frage gestellt hat? Muss sich Kunst bzw. Literatur nicht gegen sich selbst wenden, ihrem eigenen Begriff als Darstellung von Ideen in sinnlicher Form opponieren und bis in ihr Innerstes hinein prekär werden, zumal es keine formale Kategorie des großen Kunstwerks gibt, die sich nicht, wie Adorno irgendwo feststellt, von der empirischen Wirklichkeit ableitet, der es zu entkommen sucht. Die Bedingungen für die Selbstgewissheit großer Kunst, großer Literatur haben sich aufgelöst und diese Auflösung hat die Kunst, die Literatur insgesamt befallen. Kunst kann folglich auch nicht länger Vermittler seiner Beschwörung ihrer Vergangenheit, ihre angeblich ursprüngliche Statur oder Dimension wiedererlangen. Sie kann nicht länger prätendieren, Zeugnis für ihre angeblich ungebrochene transzendente Ausrichtung, für ihre Fortdauer als authentische Sinn- und Bedeutungsquelle zu sein.
La Coulombarde richtet sich also gegen jedwede Konzeption artistischer oder literarischer Transzendenz, insbesondere da Kunst oder Literatur von den auflösenden Kräften von Auschwitz wohl getragen, also gezeichnet werden. Auschwitz gibt folglich eine Problematik in der Literatur zu verstehen, welche diese dem Risiko aussetzt, das geschichtlich bedingt ist und das von La Coulombarde unter dem Titel Entkunstung verhandelt wird. Man kann folglich die Hypothese wagen, dass La Coulombarde es für notwendig erachtet, Momente der Zäsur oder der Unterbrechung der Literatur nach Auschwitz hervorzuheben und also jedwede mythisch-politische Fantasie großer Literatur dadurch zu entwerken, dass Kunst, Literatur nüchtern, um mit Hölderlin zu sprechen, oder prosaisch, um mit Benjamin zu sprechen wird. Handkes Poetologie beschwört in seinen zahlreichen Texten zum Krieg im ehemaligen Jugoslawien immer noch den Ort, an dem Literatur und Politik verfugt, wieder verbunden werden. Große Literatur wieder oder weiterhin möglich sei. Und ich meine, wenn man sich die reine Quantität dieser Texte ansieht, das ist knapp bei 500 Seiten, nicht wahr? Abschied des Träumers vom 9. Lein, vielleicht sein erster Text in dieser Hinsicht, erzählt von einem Land, Slowenien, dessen einstige Wirklichkeit gegen die mit der Unabhängigkeit einsetzende Entwirklichung ästhetizistisch im Gedächtnis zu bewahren sei, als, ich zitiere Handke, eine Urwelt, welche als eine noch unbekannte Zivilisation erschien. Eine Urwelt, die einer Geschichte angehöre, welche in der offiziellen Historie abwesend sei. Eine Urwelt, der eine zeitlose, immer dagewesene Wirklichkeit zukomme, die nur durch die ästhetische Form des Mythos, das sagt er ganz klar und deutlich, erfasst und bewahrt werden könne. Eine Welt der Dauer, in welcher, wie es formuliert, ein Krug noch als Ding Krug wirkt, ein Tisch als Tisch. Eine Welt, die Ding nahe ist, sanftmütig, ungekünstelt und die eine Geschichtslosigkeit auszeichnet, welche jenes reine Gegenwärtigsein vielleicht ermöglicht hatte. Zwar durchzieht Handkes Texte zum ehemaligen Jugoslawien eine Kritik an den Repräsentationen der Kriege in den westeuropäischen Medien, eine Kritik, die auf die medialen Sprach- und Darstellungsformen reflektiert, aber diese Reflexionen haben letztlich einen mythisierenden Diskurs zur Grundlage, der gerade aufgrund seiner Zeit- und Geschichtsenthobenheit eine unverfälschte Wahrnehmung eines Jugoslawien als Ort von vormoderner Eigentlichkeit beansprucht. Ich zitiere Handke, nein, Slowenien in Jugoslawien und mit Jugoslawien, du warst deinem Gast nicht Osten, nicht Süden, geschweige denn balkanesisch, bedeutetest vielmehr ein drittes oder neuntes, unbenennbares, dafür aber märchenwirkliches, durch dein mit jedem Schritt greifbares Eigendasein so wunderbar wirklich auch, wie ich es ja mit den Augen erlebte, gerade im Verband des sich umgebenden und zugleich durchdringenden, dir entsprechenden Geschichtsbildes des großen Jugoslawien. Das ehemalige Jugoslawien, das heißt Slowenien, zunächst und später Serbien, die werden austauschbar in Handkes Texte, werden ausdrücklich als ein Märchen wirkliches Entwurf, als Gegensätze zu der, wie es nennt, Gespensterrede von einem Mitteleuropa als das wirklichste Land in Europa, das als Mythem von Handke als Gegensatz zur sogenannten entwirklichten Westwelt beschworen werden. Insofern ist eine Lebenswelt fast einzig dritter Dinge auszeichnet. Ein Märchenwirkliches, das in Handkes Poetologie mit der Gestaltung eines Volkes verknüpft wird, mit einer Fiktionierung, die unaufhörlich den Gegensatz von Feind und Freund, von Fremden und Eigentlichen reproduziert und solchermaßen eine Gestalt einzusetzen trachtet, welche die Identität des jugoslawisch-serbischen Volkes sichern soll. Das heißt, die Identität des jugoslawisch-serbischen Volkes als das leidende Volk par excellence. Zitat. Was die Serben seit 5, mehr noch, seit 8 Jahren durchmachen, das hat kein Volk in Europa in diesem Jahrhundert durchgemacht. Dafür gibt es keine Kategorien. Bei den Juden, da gibt es Kategorien, aber bei den Serben, das ist eine Tragödie ohne Grund. An der Fragwürdigkeit dieser Feststellung vermag auch die folgende Nachbemerkung Handkes nicht zu ändern. Ich zitiere, das in mir seit langem festgeschriebene war folgendes, zum Thema Juden, in Klammer Vernichtung, gibt es keine Kategorien. Die Juden sind außer Kategorie, darüber gibt es nichts zu sagen, daran ist nicht zu rütteln. Das Volk aber, das in diesem Jahrhundert nach den Juden am meisten in Europa gelitten hat, durch die Deutschen, die Österreicher, die katholische Ustascher Kroaten, das sind für mich die Serben. Und was man dem serbischen Volk angetan hat und jetzt weiter antut, das geht über mein Verstehen. Dem wäre noch der bemerkenswerte Umstand hinzuzufügen, dass Handke in seinen Texten zu Jugoslawien Wörter und Begriffe, die mit Auschwitz assoziiert werden, nahezu ausschließlich in Anführungszeichen auftreten lässt, als wollte er einen unüberbrückbaren Abstand zwischen ihnen und der Idee Jugoslawien bewahren. Massaker, Massenvergewaltigungen, Deportationen, KZs, Neuschwitz, Apartheid, Konzentrationslager.
Alle diese Begriffe werden von ihm in Anführungszeichen gesetzt. Die von Handke vollzogene Entdifferenzierung von Vergangenheit und Gegenwart generiert ein politisches Phantasma, die jugoslawisch-serbische Identität, die den Kontinent des Politischen mit seinem konzisen ästhetischen Gegenbild verdoppelt, das eine partikulare und zwanghaft wiederholte Erfahrung dieses entfernten Ortes kristallisiert. Jugoslawien, Serbien wird zu einer Gemeinschaft stilisiert, deren Ursprung so nah und doch außer Reichweite bleibt. Handkes Märchenwirkliches ist zwischen Verlust und Versprechen angesiedelt. Seines Wahlmal markiert die einst ontologisch volle und nun deformierte jugoslawische Gesellschaft und ihre Gegenreformation als den kritischen Moment und einen unübertrefflichen Horizont von Handkes Reflexionen über Jugoslawien, Serbien. Das verborgene Zentrum von Handkes Schriften über Jugoslawien, Slowenien, Serbien bildet, das ist zumindest eine weitere Hypothese, die Idee Jugoslawien, die es zu beschwören und neu zu gestalten gelte. Die Beschwörung und Neugestaltung der Idee Jugoslawien kann aber nur vermittels einer emphatischen Affirmation der Konvergenz von Politik und Ästhetik geleistet werden, welche die Möglichkeit der sinnlichen Selbstdarstellung der Idee Jugoslawien einräumt. Das ästhetische Material muss in die politische Ordnung verschoben werden, mit der Absicht, die Idee Jugoslawien als feierliche Literatur auszustaffieren und so das Produkt historischer Kontingenzen als Natürliches auszugeben. Literatur wird zum Schauplatz, um die Idee Jugoslawien durch die Macht des figuralen Denkens zu verklären. Das beherrschende ästhetische Paradigma für diese Einschreibung von ästhetischen Prinzipien ist eine ästhetische Erziehung, die sich aus der Romantik herleitet. Handke beschwört einen ästhetischen Symbolismus mit seinem Schönheitskult, seiner figurativen Transzendenz, welche die gesellschaftlichen Antagonismen überwinden könne. Literatur ist schöner Schein. Der Idee Jugoslawien setzt die Homogenität eines metaphorischen Raums voraus, in dem an jeder Stelle eine repräsentative Substitution möglich ist, da in jedem Individuum, das sich gegen ein anderes herausbildet und dem, Zitat, große Nachdenklichkeit, eine übergroße Bewusstheit, eine geradezu würdevolle kollektive Vereinzelung, so Handke zugeschrieben wird, das wahre Drama Jugoslawiens aufgeführt werde. Diese Konstellation von Figur, Darstellung und Identität impliziert jedoch, wie bereits angedeutet, einen Ausschluss. Sie ist abhängig von der Wiederbelebung und begreift und repräsentiert nur, was in die Lebensform des jugoslawisch-serbischen Subjekts integriert werden kann. Seine Grundlage bleibt auf die Rezeptivität und auf die Unterordnung unter dasjenige beschränkt, was innerhalb dieser geschlossenen kollektiven Identität figurieren, das heißt Gestalt annehmen kann. Die weihelose Westwelt wird ausgeschlossen und aus der Harmonie mit der Idee Jugoslawien ergibt sich, was aufzunehmen, was wegzulassen, ist nämlich auch Folgendes, und ich zitiere, und nun ein Problem des Weitererzählens, der Bilderbeschreibung, des Schilderns der Bilderfolge, als wäre an Orten wie es nacherlebbar so etwas wie das islamische oder überhaupt orientalische Verbot der Bilder oder zumindest ein von gewissen Erscheinungen ausgehender Bilderverweis, ein Abweisen jedenfalls der großen, ausgemalten, der zu Ende geschilderten, der monumentalen und panoramischen Bilder. Ende des Zitats. Handke relegiert in einer einzigen Geste zugleich die Vergangenheit in eine sichere Distanz und liefert sie ihrer widersprüchlichen Momente beraubt der Hegemonie der Idee Jugoslawien aus, einer Idee, die nochmals eine Phantasmagorie darstellt, insofern sie eine organische Verbindung und Verknüpfung von ästhetischer Signifikation und politischer Repräsentation behauptet. Diese Fiktionierung der Idee Jugoslawien zeigt, dass Mythologie ein integrales Moment von Handkes geistiger Politik ist. Eine geistige Figur, deren zentrale Kennzeichen die Identifizierung der Idee Jugoslawien mit der Idee Europa ist. Die Idee Jugoslawien wird als ein Mythen projiziert, worin eine Integration und ein Verweben aller lebendigen Elemente in Europa erfolgen kann. Sie besitzt als Substanz die angesammelte Erfahrung der europäischen Geschichte. Ihre Anrufung besteht darin, diese Erfahrung als ästhetisch-politische Macht gegen die Kategorien der Moderne zu aktualisieren. Jugoslawien habe diese Idee einer europäischen Tradition bewahrt, die sich für das gegenwärtige europäische Bewusstsein verdunkelt habe. Aus diesem Grund repräsentiere Jugoslawien die Konzeption Europas in der ursprünglich intendierten Form, verdichtet im serbischen Marktleben, dem eine, Zitat, Lebendigkeit, etwas Heiteres, Leichtes wie Beschwingtes, an dem anderswo gar zu häufig pompös und gravitätisch gewordenen Vorgang von Kaufen und Verkaufen innewohne. Was Handke zum Wunsch führt, Zitat, die Abgeschnittenheit des Landes, nein, nicht der Krieg, möge andauern, die Unzugänglichkeit der westlichen oder sonst welchen Waren- und Monopolwelt. Oder was Treibstoffkäufe betrifft,
Zitat, hat sich mein erster Eindruck dort erhalten, dass die grün-rot-grüne dicke Flüssigkeit sich wie noch nie als das sehen ließ, was sie in der Tat auch war. Etwas ziemlich Seltenes, eine Kostbarkeit und dann in Kursiv ein Bodenschatz. Und wieder hatte ich gar nichts einzuwenden gegen meine Wunschvorstellung, solch eine Art Tanken möge lang noch so weiter gehandhabt werden und vielleicht sogar übergehen auf andere Herren Länder. Jugoslawien firmiert bei Handke als exemplarisches neualtes Europa. Die Idee Jugoslawien resümiert als Summe der europäischen Geschichte das Wesen der europäischen Geschichte. Sie fungiert als Synektoche der europäischen Geschichte und ihre Erfahrung wird zu einer normativen Instanz verdichtet, welche den geometrischen Ort für die gesellschaftliche und politische Praxis bilden soll. Handke behauptet selbstverständlich niemals die naive Gültigkeit der Vergangenheit, sondern die Vergangenheit tritt durch die Idee Jugoslawien in einer reflexiven und vergeistigten Art und Weise ein. Die Geschichte Jugoslawiens und Europas ist durch einen ästhetischen Spiegel wiederzugeben, der ihre Vergangenheit in den Rang eines noch höheren Lebens erhebt. Diese Erhebung erfolgt in Gestalt einer Sammlung von historischen Gegenständen, Objekten und Landschaften, durch die man die Vergangenheit in ihrer ganzen Fülle beerben kann. Letztlich muss die Geschichte Jugoslawiens und Europas als der Prozess der Idee Jugoslawien repräsentiert werden, die zum Selbstbewusstsein kommt, im Bewusstsein jener, die in diese materielle und geschichtliche Welt eingebettet sind. Der Spiegel, welcher die Idee Jugoslawien sichtbar macht, muss die gesellschaftlichen, kulturellen, ästhetischen und politischen Besonderheiten synthetisieren, die sie einem erlauben, sich mit Jugoslawien als mit einer geschichtlich entfalteten Formation als Gestalt zu identifizieren, die eine, wie Handke es nennt, fast schon kristallische Alltagswirklichkeit auszeichne, welche von einem, Zitat, ganzen großen Volk, welches das als unsinnig, ungerecht erlebt und jetzt der Welt zeigen will, auch wenn diese so gar nichts davon wahrnehmen will, dass es nicht nur auf den Straßen, sondern ebenso abseits ziemlich anders ist. Handkes Erzählungen der serbischen Alltagswirklichkeit stellt eine Ontologie der Form ihrer individuellen Träger dar, eine Morphontologie, einen Typus des Menschen, in welche die Form der Idee Jugoslawien eingebettet liegt. Die Gestalt fungiert als Gegensatz zur begrifflichen Sprache, denn während, wie Handke schon in seiner Brüchner Preisrede von 1973 feststellt, Begriffe immer wieder die Welt der Erscheinungen auf einen Endpunkt bringen wollen, wohnt der Gestalt die begriffsauflösende und damit zukunftskräftige Macht des poetischen Denkens inne. Darum die Frage, gerade im Hinblick auf Jugoslawien-Serbien. Zitat, kommst du jetzt mit dem Poetischen? Ja, wenn dieses als das gerade Gegenteil verstanden wird vom Nebulösen. Oder sagt statt das Poetische besser, das Verbindende, das Umfassende, den Anstoß zum gemeinsamen Erinnern als der einzige Versöhnungsmöglichkeit für die zweite, die gemeinsame Kindheit. Anders gesagt, während die Sprache des Begriffs aufgrund ihrer Macht der Auflösung und Zerstörung zurückgewiesen werden muss, sieht Handke in der Gestalt die Antwort auf die Frage, wie die Darstellung der Idee Jugoslawien gelingen könne. Nämlich nicht vermittels Begriffen, sondern eher vermittels der Einbildungskraft, das heißt vermittels dessen, was er Freifantasieren nennt, wie auch vermittels dessen, was er bereinigendes Mythologisieren nennt. Und so der Gegenstand als Ganzheit, als Gestalt restituiert werden. Die Inanspruchnahme der Gestalt belegt die geschichtliche Wirklichkeit mit einem mythischen Wert. Sie behauptet die Identität von Augenblick und Ewigkeit. Sie überschreitet Zeitlichkeit als Bedingung von Geschichte. Einzig durch das Gestalten schaffende Freifantasieren vermag die Ideen, beispielsweise, um ihn zu zitieren, das Haus an sich, das Haus, das Wesen des Hauses zu erscheinen und dargestellt werden. Wirkliche historische Alltagsindividuen bilden historische Gestalten, insofern als diese sich als symbolisch dargestellte Wesen erweisen, in denen die Idee Jugoslawien lebendig und anwesend ist. Diese Träger der Idee Jugoslawien vertreten verklärt in den Bereich der mythischen Gestalten ein, von denen Handke behauptet, dass sie, Zitat, in der Historie kräftigst seit je die anderen, das andere, das andersartige Sein, Leben und Gelten lassende Volk, darin ein Leitbild fast allen europäischen Völkern bilden. Die Vergangenheit spricht durch diese Gestalten, durch diese Synthesen des Geschichtlichen und des Ewigen hindurch, die nicht nur Repräsentationen von Individuen sind, die der Alltagswirklichkeit entnommen sind, sondern Schöpfungen repräsentativer Individuen, die um ihre Freiheit kämpfenden, Zitat, Indianer, die als schöner und guter Schein der jugoslawischen Idee, der Idee Jugoslawien figurieren, die eine, Zitat, serbische Toleranz, die einen Begriff wie Toleranz so gar nicht nötig hat, auszeichne, wie auch eine, Zitat, menschenwürdige Geistesgegenwart und eine einzigartige Fürsorglichkeit.
Handkes Morphontologie verleiht der Mythologie der Idee Jugoslawien im Sinne von geschichtlich ewigen Gestalten die Form, die als mythologische Gestalten die paradigmatischen politisch-geistigen und expressiven Symbole konstituieren, welche den jugoslawisch-europäischen Genius darstellen, und dadurch formen sie die normativen Bezugspunkte Europas aus, seines Selbstverständnisses und seiner Neugeburt. Anders gesagt, bilden diese Typen die wesentlichen Momente in Handkes Versuch, die Krise der europäischen Kultur vermittels eines mythischen Fiktionierens zu überwinden, welches identifizierende mimetische Mechanismen anbietet, durch die das jugoslawisch-europäische Volk sich ergreifen, begreifen und identifizieren kann. Diese Restitution einer Symbologie im Feld einer mythisierenden Geschichtsschreibung ist jedoch mit einer klassischen Ontologie des Kunstwerks verknüpft, welches mit seinem unvergleichlichen Vermögen für Symbolisierung die fundamentalen Kräfte und Richtungen des jugoslawisch-europäischen Volkes zur Erzeugung oder Bildung ihres Leitmythos versammelt. Literatur und Volk, oder genauer gesagt große Literatur und Volk, stehen folglich bei Handke in einer engen Beziehung, insofern der Literatur die Rolle zugewiesen wird, die Idee Jugoslawien als Gestalt zum Ausdruck zu bringen, die vermittels Mimetismus dem jugoslawisch-europäischen Volk seine Identität garantieren soll. Die Literatur bringt eine mythische Landschaft hervor, welche eine folkloristische Ästhetik als Situs von Gestalten, als einem Traum ähnliche Schauplätze wiederzugeben hat, in denen das Künstliche ins Natürliche überfließt. Alle Schöpfungen werden wieder der Natur überantwortet, der Landschaft und die Substanz des Volkes wird von Handke als die quasi-empirische Gestalt der serbischen Alltagsindividuen subjektiviert und erfahren, die zum großen Anderen des Dichters werden und so seiner Literatur Konsistenz und Bestand verleihen. Letztlich zeigt sich in Handkes romantischem Programm ein emphatisches Insistieren auf einer symbolischen Verhüllung jener Kluft, welche das Ästhetische vom Politischen trennt. Es bezeugt aus diesem Grund eine ästhetische Ideologie in ihrer exzessiven Suche nach Autopoiesis. Darüber hinaus weist Handkes ästhetizistische Politik eine Nähe zu Schillers ästhetischem Erziehungsprogramm auf, dessen in sich verschlossene ästhetische Form selbst eine bestimmte politische Tagesordnung impliziert, zumindest nach Demann. Die ästhetische Formalisierung, die Handkes ästhetisch-erzieherischem Programm einer Wiederherstellung der jugoslawisch-europäischen Gemeinschaft innewohnt, erweist sich als Kolonisierung ihres Außen. Die formalistisch-klassische Bewahrung und Aufbewahrung des Schönen durch das Symbol, das den Rest desjenigen Schnitts in Vergessenheit geraten lässt, den jede ästhetische Darstellung ihrem Material zufügt, erzeugt ein Modell politischer Formalisierung, das sich gegen jene Momente richtet, die aufgrund ihrer Irreduzibilität auf Gestaltung der behaupteten Kontinuität, Verwurzelung und integrativer Harmonie widerstehen. Vielen Dank.